Alfred Kaminski, nach einem Pokalabend, der bitterer nicht hätte laufen können, wollen wir einfach nur dein Statement zum Spiel gerne hören. Ja, ich glaube, dass wir sehr gut angefangen sind, ja auch gut ins Spiel gefunden haben, sowohl natürlich ein Tor geschossen haben und dann auch gut kombiniert haben. Kommen durch einen Standard zum Ausgleich. Wir hatten etliche Chancen davor, die wir natürlich dann irgendwann auch machen müssen. Ja, dann führst du 2-0, dann läuft das Spiel vielleicht anders. So haben wir durch einen Standard, war es wieder offen. Haben uns nach einer schwierigen Anfangsphase in der zweiten Hälfte wieder zurückgearbeitet. Und wir haben es vorher vor dem Spiel angesprochen, die Weitschüsse von hinten zu blocken am und im 16er. Das haben wir zweimal nicht gemacht und ist zweimal bestraft worden. Ich sag mal, aus meiner Sicht war mindestens ein Elfmeter für uns dabei. Ja, ob nur der von Hermes, wo er unterlaufen wird, ist also im Mittelfeld garantiert ein Foul. Also dann ist es auch im 16er ein Foul. Nochmal in der Endphase dieses Foul da. Ganz bitter. Ich weiß, es ist jetzt erst kurz nach dem Spiel. Weißt du schon, was du der Mannschaft gleich in der Kabine mitgeben wirst für diese letzte Phase der Saison? Das werden wir morgen in aller Ruhe mal besprechen, wie da die Richtung aussieht. Ich habe dazu Ideen, die habe ich vorher schon gehabt, sowohl wenn wir gewonnen hätten oder das ist unabhängig von dem Ergebnis des Spiels. Es gibt halt Defizite, die wir schnellstens aufarbeiten müssen. Es werden sicherlich auch einige Jungs mal die Chance kriegen, vielleicht von der U21 oder U19, um einfach Regionalliga-Luft zu schnuppern und herangeführt zu werden an den Kader. Danke dir. Olli Marcos, 3:2 Endstand, von Bitterheit kaum zu übertreffen. In der Mannschaft ist es extreme Enttäuschung. Was kannst du zum Spiel sagen? Was nehmt ihr euch für den Rest der Saison jetzt vor? Ja. Wir wollten das Spiel gewinnen natürlich, schießen auswärts 2 Tore, das ist natürlich umso bitterer, als man das dann 3-2 verliert. Und es ist maximal bitter. Letztes Jahr haben wir diesen Wettbewerb gewonnen, wollten wir unbedingt wieder, nachdem wir wissen, dass in der Saison nicht mehr als viel möglich ist. Und dementsprechend tut es halt doppelt weh einfach, es ist, ist ein bisschen wie verhext bei uns, also es ist schwer in Worte zu fassen. Devise für den Rest der Saison? Ja, wir müssen weiter an uns arbeiten, wir müssen es vernünftig zu Ende bringen. Weiter spielen, noch mehr aufbauen, trotzdem mutig bleiben, das ist wichtig. Wir müssen als Mannschaft zusammenhalten, das ist einfach so. Und Rückschläge können ja bekanntlich auch für mehr Zusammenhalt sorgen, aber das ist natürlich jetzt unter den Umständen nicht ganz so schön. Danke dir.